Unser Werk ist getan, Liu Kang. Lord Raiden. Ab jetzt nur Raiden. Du hast dich als mein würdiger Nachfolger, als Beschützer des Erdenreichs erwiesen, wenn es wiederhergestellt wurde. Du ehrst mich, Raiden. Die Ehre ist ganz meinerseits, Lord Liu Kang. Du kannst jetzt den Sand der Zeit formen. Es liegt an dir, eine neue Geschichte zu erschaffen. Das Schicksal aller Reiche in meinen Händen? Raiden, das schaffe ich nicht allein. Ich werde dich beraten, solange es meine Sterblichkeit erlaubt. Doch zweifle nicht, du kannst das schon. Dann lass uns gemeinsam beginnen. Anbeginn der Zeit sprichst du noch immer Lügen. Spar dir deinen Atem. Mit dem Sieg über Kronika hast du auch ihre Krone zerstört. Ohne sie kannst du die Geschichte nicht neu beginnen. Das Stundenglas würde zerbrechen und alle Reiche wären verloren. Fujin, ist das wahr? Jede Tat Kronikas zielte auf die Krone ab. Ohne sie würde sie es nicht wagen, die Geschichte von Neuem zu beginnen. Woher weißt du das? Kronika kam zu uns allen. Für Hilfe bekämen wir einen Platz in ihrer neuen Ära. Für Widerstand einen Platz in der zeitlosen Leere. Wir beobachteten die Ereignisse, die zur Belagerung der Festung führten. Aber wir konnten nicht eingreifen. Aber dann hast du Kronika getötet. Das Siegel der Leere brach auf. Und wir flüchteten durch das Stundenglas. Da du so viel über das Stundenglas weißt, wie soll ich die Zeitlinie zurücksetzen? Mit der Krone. Aber die Krone wurde zerstört. Nur in unserem Jetzt, nicht aber in der Vergangenheit. Und da ich die Geschichte ohne die Krone nicht neu beginnen kann, schickst du Reisende zurück in die aktuelle Zeitlinie. Verstehe. Ich muss zum Augenblick vor Kronikas Niederlage zurückkehren. Den Kampf so beenden, dass die Krone unversehrt bleibt. Das ist viel zu unsicher. Kronika darf die Krone niemals erlangen. Andernfalls kannst du nicht für den Sieg garantieren. Was schlägst du vor, Zauberer? Dass du mich in die Vergangenheit schickst, um die Krone von meiner Insel zu stehlen, bevor Kronika Cetrion danach aussendet. Ich bringe sie dann zu Lord Raiden und gemeinsam werden wir Kronika besiegen. Mit der Krone und dem Stundenglas in unserer Hand können wir die Geschichte von neuem beginnen. Warum sollten wir auf diese Schlange hören? Weil diese Schlange an der Seite Kronikas geschuftet hat und ihre Geheimnisse kennt. Kennst du sie? Wohl kaum. Da ist etwas dran, Raiden. Fujin, auf ein Wort. Wieso verschwörst du dich gegen Kronika? Haben ihre Versprechungen dir etwa nicht gefallen? Sie wollte mich als Schachfigur und nicht als Partner. Sie hat mich zu ihrem Sklaven gemacht, um Seelen für ihre Krone heranzuschaffen. Als ich ausgedient hatte, täuschte sie mich und schleuderte mich in die Leere. Dein Groll kann mich nicht täuschen, Shang Tsung.
Dann vertraue darauf, dass wir beide Interesse haben, Kronikers Würgegriff, um unser Schicksal zu brechen. Ohne Zweifel werden unsere Interessen abweichen. Das ist eine Allianz auf Zeit. Täusche dich nicht darüber. Ich verstehe deine Bedenken, aber das ist der einzige Weg. Aber das Risiko, Liu Kang, ist es wert. Kein Wort zu Nightwolf. Wir werden deinen Plan umsetzen, Shang Tsung. Ich muss hierbleiben, das Stundenglas bedienen. Nightwolf und Fujin werden dich begleiten und überwachen. Unterstützung ist mir willkommen. Ich werde mitkommen. Nein, Raiden. Ich brauche deinen Rat hier. Vertraue auf Fujin und Nightwolf. Wenn ich irgendjemandem vertraue, dann dir, Bruder. Ich versuche, euch zur Zeitverschmelzung zurückzuschicken. Das sollte euch genug Zeit geben, die Krone zu sichern, ehe Cetrion sie zu Kronika bringt. Deine Zuversicht ist inspirierend. Als Wächter der Zeit bin ich immer noch Anfänger, Nightwolf. Möge der große Geist uns beschützen. Durch die Hände dieses Usurpators gelitten. Doch ich bin wieder da und ich werde euch vor seinem Wahnsinn retten. Nur wird das Imperium wieder aufbauen. Alle Reiche werden vor mir erzittern. Die Außenweltler werden wieder Eroberer sein und nie mehr Eroberter. Ich Melina nicht gebraucht. Meine Schwester war ein gottloses Monster. Ebenso wie du, Vater. Direkt nach der Zeitverschmelzung, ja? Dem Kampf zwischen Kotal und Shao Kahn? Nein, schaut. Es ist viel später. Das ist der Kampf von Kitana und Shao Kahn. Dann ist unsere Zeit fast um. Wir müssen schnell fliehen. Ändert sich der Ausgang dieses Kampfes, könnte Cetrion die Krone früher an sich nehmen als erwartet. Und für unser Scheitern sorgen. Dann los! Yeah!
müssen dem Kampf unbemerkt entkommen. Shenzhong. Wohl nicht. Wo hast du dich versteckt? Verkehrst du nun schon mit Erdenreichlern? Das ist allein seine Angelegenheit, Collector. Meine Angelegenheit ist zu beschaffen, was Shao Kahn will. Er wird vorzüglich für dich bezahlen. Du bist allein, Collector. Ist das so? Äußerst befremdliche Zeiten. Was haben die Bewohner des Erdenreichs davon, Shang Tsung zu beschützen? Wir haben das gleiche Ziel, Kronika zu besiegen. Gemeinsam sterben werdet ihr. Fight. Vielen Dank, großer Geist. Kitana hat Shao Kahn besiegt. Er hatte schon immer mehr Ego als Fähigkeiten. Kommt, gehen wir, während die Menge abgelenkt ist. Nein, wir sind schon später dran als geplant. Gehen wir jetzt zur Insel und holen die Krone. Keine Umwege. Durch unsere recht öffentliche Ankunft im Kolosseum ist das unmöglich. Die Außenweltverbündeten von Kronika werden sie über uns informieren. Gehen wir jetzt zu meiner Insel, geraten wir in Cetrions Hinterhalt. Selbst unsere vereinten Kräfte werden sie nicht stoppen. Wir brauchen Hilfe. Aber wessen Hilfe? Wir können keine Verbündeten rekrutieren, ohne diese Zeitlinie zu verändern. Sindel. Sindel ist eine Wiedergängerin. Die man wieder zum Leben erwecken kann. Und die in den bevorstehenden Kämpfen keine große Rolle spielt. Wir können sie rekrutieren, ohne die Ereignisse zu stören. Diese Taktik wird Kronika wohl nicht voraussehen. Sie war Shao Kahns Imperatorin und ebenso böse wie er. Weil sie verhext war.
Wenn wir Sindel wiederbeleben, wird sie sein wie früher. Eine Heldin. Und wenn wir versagen? Die Sindel, die ich kenne, hat in einer einzigen Schlacht alle Champions des Erdenreichs erledigt. Hätte Nightwolf sich nicht selbst geopfert, hätte sie alle getötet. Genau. Diese Macht brauchen wir, um Cetrion zu besiegen. Sindel ist der Schlüssel. Und es wird bestimmt ganz leicht, sie zurückzuholen. Ganz und gar nicht. Wir können das Djinnseh des Erdenreichs nutzen, um Sindels Körper zu heilen. Aber wir brauchen Zugang zur Seelenkammer der Außenwelt, um Quan Chis Zauber zu brechen und ihre Seele wiederzubeleben. Hast du eine andere Idee, Nightwolf? Eine bessere? Ein Hauch von Betrug, Zauberer. Und du bist erledigt. Wo fangen wir an? Erdenreich. Um das Djinnseh zu beschaffen. Nightwolf, alle wurden im Kolosseum gesichtet. Wie ist das nur möglich? Das sollte es nicht sein. Wer in die Leere verbannt wird, kehrt nicht zurück. Wenn Shang Tsung aber... Das ist mir klar, Irmas. Nimm Frost und finde sie. Wir müssen wissen, von wann und woher sie gekommen sind. Das wird ausreichen. Ihr beide könnt gehen. Ich bleibe hier und sichere die Grotte. Deine Hilfe wird nicht benötigt. So teuflisch sein können. Aus deinem Mund ein großes Lob. In der Tat. Nightwolf, Shang Tsung, kommt. Kronika würde euch gerne befragen. Das ist nicht die Zukunft, Frost. Wir sahen es. Stell dich auf die richtige Seite der Geschichte. Kronikas Seite ist die einzige. Mein Platz in ihrer neuen Ära ist sicher. Fight! Gesell dich zu den Hunden. Ah!
zurück zu den Geistern mit dir. Sicher, Frost. Ist er erledigt? Ich bin unsterblich, Fujin. Mein Wille und meine Stärke sind endlos. Deshalb muss der große Geist mich ausgewählt haben, den Mantel zu tragen. Und du bist ungewöhnlich. Niemand ist je der Leere entkommen. Fight! Wird siegen. Zurück zu den Geistern mit dir.
War das notwendig? Verschafft uns Zeit. Wir müssen ihn loswerden, bevor er sich erholt. Fujin, beschwöre den Wind. Wo hast du ihn hingeschickt? Ins Chaosreich. Havoc wird seinen Spaß mit ihm haben. Gehen wir ins Unterreich. Uns bleibt kaum Zeit, Sindel zu finden. Keine Spur von Sindel. Nicht ganz unerwartet. Sie hat schließlich nicht bei der Verteidigung des Schlosses geholfen. Und welche Rolle spielte sie, wenn sie so eine gewaltige Waffe ist? Ist es möglich, dass... Großer Geist. Was ist los? Mein Wiedergänger. Er ist in der Nähe. Der große Geist kann dich nicht retten. Sie zum Knochentempel. Nightwolf. Shang Tsung. Nightwolf. Shang Tsung. Wo sind wir? Shinnoks Knochentempel. Raidens Gewalt gegen unseren Lord wird nicht ungesühnt bleiben, Fujin. Mach dich bereit, für die Sünden deiner Brüder zu bezahlen. Ja, gut siehst du aus. Der Tod steht dir. Immer noch derselbe Charmeur, Shang Tsung. Ich werde mit Genuss deine Seele an Lord Shinnok verfüttern. Aber du, Nightwolf. Du bekommst das Privileg des größten Schmerzes. Für meinen Mörder nur das Beste. Ich hätte dich retten sollen. Hoffentlich gelingt es uns heute. Du kannst mich nicht töten, Sindel. Nicht, ohne meinen Wiedergänger zu töten. Ich werde dich nicht töten. Wie Raiden zu Lord Shinnok sagte, es gibt Schlimmeres als den Tod. Fight!
scheitern. Es gibt wohl kaum ein Schicksal, das schlimmer ist als deines. Durch deine eigene Hand sterben. Verletzt du mich, verletzt du dich selbst. Mein Opfer wird die Matoka retten. Kronika hat kein Herz für unser Volk. Der große Geist ist ein Betrüger, der unser Leid zugelassen hat. Kronika ist unsere Zukunft. Fight! Zurück zu den Geistern mit dir. Das Erdenreich wird siegen. Kronika ist nicht die Antwort. Shang Tsung, warte! Wir können ihn heilen. Ich bin verwundet. Wenn ich sterbe, versagen wir. Zauberer, ich... Nein, Nightwolf. Shang Tsung muss leben. Jetzt zufrieden? Es geht mir gut, Nightwolf. Das sollte deine einzige Sorge sein. Bitte, alle beide. Wir müssen schnellstmöglich zur Seelenkammer. Beeilen wir uns besser. Und hoffen, dass uns Shiva so bereitwillig hilft, wie ich erwarte. Ich soll dich und deine Kameraden zur Seelenkammer bringen? Ja. Kommt ihr aus der Zukunft, nur um mich zu beleidigen? Ich bin keine Söldnerin. Diese Bitte ist unter eurer Würde, Majestät. Aber wir müssen diese Kammer erreichen, um Kronika zu besiegen. Wieso? Weil wir Sindel wiedererwecken müssen. Meine Imperatorin. Thank you.
Ihr habt ihre Wiedergängerin gefangen. Gemeinsam können Fujin und ich sie zum Leben erwecken. Wieso? Um sie zu versklaven, so wie Quan Chi es tat? Damit sie uns gegen Kronika hilft. Aber ich schwöre dir, sie wird bar jeden Einflusses zurückkehren. Soweit ich weiß, bestand ein Blutsband zwischen dir und Sindel. Ich war ihre lebenslange Beschützerin. Ihr Tod muss dich sehr geschmerzt haben. Es war nicht dein Fehler. Du konntest sie nicht retten, damals. Aber jetzt schon. Dann werde ich... Nein, wir müssen darüber mit Kitana Khan sprechen. Bei allem Respekt, Majestät, wenn wir damit zu Kitana gehen... Schlägt sie Sheng Tsungs Kopf ab. Kitana wusste meine Leistungen für das Reich noch nie zu würdigen. Zum Beispiel sie durch einen bösen Klon zu ersetzen? Ja. Zeit ist knapp, Königin Shiva. Wir müssen jetzt handeln und Kitana später um Verzeihung bitten. Nachdem ihre Mutter erweckt wurde, hilfst du uns? Wenn ich Kitana das verheimliche, breche ich ihr gegenüber meinen Eid. Aber mein Leben gehört Sindel. Kitanas imperiale Garde wird dich wiedererkennen. Stimmt. Sie werden nicht erfreut sein. Das wird reichen. Wir sind so weit gekommen. Hinter diesen Türen ist eine Treppe. Und an ihrem Ende? Die Seelenkammer. Ich spüre sie. Da war er also, bis zum Hals in der Scheiße. Und kauerte in der Grube eines Plumpsklos. Er hatte sich ein schlechtes Versteck ausgesucht. Und einen noch schlechteren Ort zum Sterben. Lasst mich reden. Erdenheuchler Shiva und dein Sarg. Welches Geheimnis willst du hier begraben? Das ist die Sache des Khans, Baraka. Wir sind Partner, schon vergessen. Die Angelegenheiten des Khans sind auch die meinen. Du bist kein Schokan. Den Geruch kenne ich. Das riecht wie Sheng Tsung. Das ist ja mal ein seltsames Gespann. Wie wär's, wenn wir die Höflichkeiten beenden und ihr alle brav mit uns kommt? Wir werden ein freundliches Gespräch mit Kitana Khan führen. Wir haben keine Zeit zum Plaudern. Wir müssen zur Seelenkammer. Sofort! Dann lasst euch nicht aufhalten. Aber wir nehmen Sheng Tsung und diesen Sarg. Ich bitte aufrichtig um Verzeihung. Unser Blut ist geflossen. Dafür bist du, Shiva. Hat man dich nicht gewarnt? Großes Maul, aber keine Ohren zum Zuhören. Fight!
als diese Hände? Du sprichst, wenn du besser zuhören solltest. Spuckt es aus. Wer schlummert in diesem Sarg? Die Imperatorin. Erwecken wir sie in der Seelenkammer wieder zum Leben. Moment mal, Shiva. Du willst Kitanas böse Mama erwecken? Aus welchen Gründen auch immer. Das sieht nicht gut aus für dich. Fight! Pass auf, was du sagst, Außenweltler. Beeilen wir uns. Was in Argus Namen geht da draußen vor? Shang Tsung, ich wusste, ich habe dich aus dem Kolosseum wegschleichen sehen. Scharfsichtig, wie immer. Wir haben nicht vor zu kämpfen, Jade. Das ist Sindels Wiedergängerin. Wir können sie wiederbeleben, um im Kampf gegen Kronika zu helfen. Bitte, Jade, wir müssen hinein. Ihr müsst mich erst überzeugen. Und selbst wenn, die Seelenkammer ist besetzt. Kotl heilt darin seine gebrochene Wirbelsäule. Stören wir ihn, bleiben seine Verletzungen für immer. Wir stören ihn nicht, versprochen. Das sind leere Versprechungen, Zauberer. Wir werden Kotl nicht schaden. Als meine Verbündete solltest du mir trauen. So viel zu edenianischer Treue. Fight! Zieh dich vor!
Du wirst dich erholen. Jetzt müssen wir... An die Gefangenschaft in deinen Fleischgruben erinnere ich mich nur zu gut. Deine Heilung braucht mehr Zeit. Ich bin stark genug, um ihn zu töten. Jetzt ist er unser Verbündeter. Seine Zauberei kann Sindel erwecken. Nekromantie ist verboten. Ihr seid ja völlig von Sinnen. Hebe deinen Zauber über sie auf, Zauberer. Mach deine Arbeit. Ich halte Kurtel auf. Mein Recht zu behindern? Wenn du deine vier Arme behalten willst, geh beiseite. Fight! Heraus.
verschaffe mich Kitana Khans Recht, nicht deinem. Königin Shiva! Kitana Khan, ich... Halt den Mund! Jade hat mir alles erzählt. Aus den Händen dieses Zauberers kommt nichts Gutes. Er wird deine Mutter erwecken, Kitana Khan. Seit 1000 Jahren träume ich davon, sie wiederzusehen. Aber ihre Seele soll nicht von Shang Tsung verdorben werden. Diese Perversion endet jetzt. Wie schnell du deinen Eid gebrochen hast, Shiva. Ich bin auf ewig deiner Mutter verpflichtet. Ich muss sie ehren. Fight! Vergib mir, Kitana Khan. Getan. Willkommen zurück, Majestät. Freut mich ebenfalls, euch zu sehen. Bin ich am Leben? Ist das real? Das ist es, Lady Sindel. Ein Wunder, das nicht möglich gewesen wäre, ohne die loyalste deiner Dienerinnen. Shiva? Imperatorin. Auch wenn ich dir heute geholfen habe, so habe ich doch viel zu oft versagt. Ich bin unwürdig. Oh, Unsinn. Heute machst du mir das größte Geschenk. Eine zweite Chance. Deine Pflicht ist getan. Ich stehe nun in deiner Schuld. Danke, Imperatorin. Wo ist meine Tochter? Oh,
Kitana. Ich bin es, Kitana. Deine Mutter. Ich will mich freuen, aber ich fühle nur... Ich war noch ein Kind, als du... Wie konntest du dich umbringen? Warum hast du mich verlassen? Ich tat nichts davon, Kitana. Als ich Shao Kahn heiraten musste, geriet ich mit Quan Chi in Konflikt. Er warf mir vor, Shao Kahn abzulenken. Dann tötete mich diese Missgeburt und gab es als Selbstmord aus. Wie ich immer vermutet hatte. Aber all die Zeit war alles, was man über dich sagte, gelogen? Was soll ich glauben? Glaube, dass ich deinen Vater Jared geliebt habe. Und auch dich liebe. Oh, Mutter. Dieses Wiedersehen ist ein Segen. Aber uns bleibt keine Zeit zum Feiern. Wir müssen sofort auf Sheng Tsungs Insel und unsere Mission beenden. Ich würde mit euch kommen und mit euch kämpfen, aber... Die Außenwelt braucht ihren Kahn. Ich weiß. Verlass dich darauf, Kitana. Ich komme wieder. Sindel wurde wiederbelebt. Sheng Tsung würde so eine enorme Anstrengung nur unternehmen, wenn ihre Hilfe einen großen Vorteil verspricht. Sie ist nur eine Sterbliche. Und einer der wenigen, die dich verletzen können. Ich fürchte keinen Schmerz. Sie sind auf Sheng Tsungs Insel. Deine Krone. Sheng Tsung weiß es. Dann genug der Vorbereitungen. Begib dich jetzt zur Insel. Wir können ihre Herzen nicht gewinnen, versuche es nicht. Lass deine Gutmütigkeit nicht die Oberhand gewinnen. Ich verstehe, Mutter. Sie konnten nicht weiter. Ihre Hingabe rührt mich sehr. Ich zweifle an Ihrem Verstand. Hat denn keiner von euch Mitgefühl? Nicht für Narren, die dir folgen. Folgen wir ihm nicht auch gerade? Zumindest folgen wir nicht diesem Narren Raiden. Dann wären wir längst tot. Du magst rennen wie der Wind, Kabal, aber ich beherrsche ihn. Ein besserer Plan hätte nicht geschadet. Es geht noch weiter. Nicht einmal sie kann euch helfen. Zu langsam.
Ich habe mehr erwartet, Fujin. Fight! Das ist deine letzte Chance. Und erfülle ich jetzt deine Erwartungen? Cetrion muss auf dem Weg sein. Sindel und ich beschäftigen sie. Ihr beiden holt die Krone. Sag mir, Zauberer, wann wirst du uns betrügen? Dein Misstrauen amüsiert mich. Wenn es geschieht, sind wir bereit. Tu mir einen Gefallen, Fujin, und halte dich da ernsthaft zurück. Du auch, Zauberer. Passend, dass wir uns hier wiedersehen. Wo du mich eingesperrt hast, mich fast totgeschlagen hast. Verdammt, dafür werde ich mich revanchieren. Du bist so gütig. Bihan? Sehr nett, aber unzureichend. Im Tempel habe ich dich besiegt, Fujin. Dank Kronika bin ich jetzt noch stärker. Du hast den Kampf nicht gewonnen. Du bist weggelaufen. Feind! Ah!
Der Wind schwankt niemals. Keine Herausforderung. Dieses Mal hättest du auch flüchten sollen. Das Versprechen darf man nicht trauen, Jackson. Biha, Kano, Shao Kahn, sieh dir ihre Schurkentruppe doch mal an. Das steht dir nicht zu, Fujin. Nicht, wenn du dich mit Shang Tsung einlässt. Fight! Ich werde nicht scheiden. Kronika wird deine Wunden nicht heilen, Jackson. Verflucht, Fujin. Du kennst mein Leid. Kronika kann das alles vielleicht verhindern. Nicht nur für mich. Auch für Jackie. Und Vera. Scheiße. Du bist ein Gott. Du kannst nicht verstehen, wie sich das anfühlt. Weißt du, ich hatte nur einmal Streit mit Raiden, als ich den Himmelstempel verließ, um bei den Menschen zu leben. Gewöhne dich nicht an sie, Fujin. Gefühle werden dich nur an der Ausübung deiner Pflicht hindern. Aber Krieger wie du und ich werden durch Gefühle stärker. Wir kämpfen nicht, um Feinde zu töten. Wir kämpfen, um unsere Lieben zu schützen. Deshalb schmerzt es so sehr, wenn wir scheitern. Tja, unglaublich. Vielleicht verstehst du es doch. Kronika kennt deinen Schmerz. Sie manipuliert dich damit.
Jacqueline ist auf dem Weg hierher. Kronika will, dass du mit ihr kämpfst. Schlimmer. Ihr Herz bricht. Verhält sich so jemand, dem du oder deine Familie irgendetwas bedeuten? Mich zu besiegen? Ich bin noch nicht fertig. Kannst du kämpfen? Ich tue, was ich kann. Kronika versprach die Zukunft. Aber ihr werdet keine haben. Ihr seid selbst an diesem Schicksal schuld. Fight! Gefällt dir mein Haar? Du solltest dich besser um dein Schicksal sorgen, Cedrian. Nun, Shang Tsung, deine Strategie war wohl doch richtig. Natürlich war sie das. Oh, mit den Händen, Shang Tsung! Du auch, Sindel, wenn sich auch nur ein Haar regt. Beruhige dich, Mädchen. Dad? Wie kommst du hierher?
Wir alle kämpfen zusammen gegen Kronika. Ja. Und jetzt bringen wir das zu Raiden. Ist das eine Krone? Kronikas Krone. Ohne sie wird sie die Geschichte nicht neu starten können. Auch Zeit für gute Neuigkeiten. Jetzt, wo wir sie haben, ist alles neu und unbekannt. Wir haben diese Zeitlinie nun verändert. Richtig. Niemand kann sagen, was geschehen wird, nicht? Einmal ich. Ich muss zurück zur Außenwelt und Kitana Khan helfen. Danke für die Unterstützung. Wir treffen uns in 6 Stunden an der Blutsee. Bis zu unserem nächsten Kampf. Zauberer. Ich folge der Briggs-Familie und informiere die Spezialeinheiten. Möge der große Geist dich beschützen. Und dich erst recht, Fujin, wenn Raiden dich mit Shang Tsung zusammensieht. Dieses Scheitern ist allein meine Schuld. Nein. Ich habe Shang Tsungs Brillanz unterschätzt. Der Lehre zu entkommen. Aus der Zukunft zurückzukehren. Ich begegne ihm erneut, Mutter. Dieses Mal werde ich siegen. Ich muss gehen. Dieser Shang Tsung ist im Besitz der Krone. Das macht ihn viel zu gefährlich. Und ich bezweifle, dass seine neuen Verbündeten diese Gefahr überhaupt erkennen. Sind deine Shaolin-Meister bereit? Sie werden bis zum letzten Mann kämpfen. Ja, das wird wohl nötig sein. Wenn Karon uns nicht hilft, wird es zu keinem Kampf kommen. Gibt es Neuigkeiten von Großmeister Hasashi? Nein. Wenn wir nicht bald von ihm hören, kehre ich zurück ins Unterreich. Falsch, Scorpion. Das verheißt nichts Gutes. Hol Raiden. Die Feuergärten stehen wieder. Die Shirai Ryu wurden wiederhergestellt. Warum bist du hier, Scorpion? Wo ist Großmeister Hasashi? Er ist tot. Und nun willst du uns erledigen. Ich verstehe dein Misstrauen, aber ich bin hier, um euch zu helfen. Das kann ich einfach nicht glauben. Was tut er hier? Wir sind keine Verbündeten. Du willst also helfen. Beweis es. Kämpf mit mir gegen den Zauberer. Das werde ich. Fujin? Raiden dachte, du wärst verloren, als die Zeitlinie brach. Aber du kämpfst für Shang Tsung? Wir haben wichtige Neuigkeiten für Raiden. Bitte, lasst uns durch. Das könnte ein Trick des Zauberers sein. Seine Anwesenheit wird die Feuergärten nicht entweihen. Ich kann nicht fassen, dass du zu Shang Tsung übergelaufen bist, Fujin. Wie konnte er dich nur so irre leiten? Fight!
zu, bevor du urteilst. Danke, Fujin. Der Sturm ist noch nicht vorbei. Shang Tsung. Wir müssen mit dir reden, Bruder. Wir, Fujin? Seit wann bist du mit diesem Abschaum befreundet? Ich bin hier, um dich zu retten, Raiden. Wir kommen aus deiner tragischen Zukunft. Darin besiegt Liu Kang Kronika. Aber im Kampf zerbrach ihre Krone. Ohne sie konnte die zerstörte Zeitlinie nicht repariert werden. Unsere einzige Hoffnung war, zurückzukehren, die Krone zu stehlen und ihre Macht einzusetzen. Jetzt können wir den Ausgang des Kampfes gegen Kronika ändern. Sie besiegen und die Zeit reparieren. Ich habe dich nie für so naiv gehalten, Bruder. Shang Tsungs Lügen dienen immer nur ihm selbst. Wie konntest du darauf hereinfallen? Sei vernünftig, Raiden. Verbreite deine Lügen woanders, Zauberer. Uns täuschst du damit nicht. Lord Raiden, hören wir zu. Vielleicht sagt er die Wahrheit. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Jetzt, Shang Tsung, die Wahrheit. Raiden, halt ein! Tritt zur Seite, Liu Kang. Leg das Amulett ab. Seine Dunkelheit ergreift Besitz von dir. Du betrügst mich auch? Das ist der falsche Weg. Shang Tsung ist diesmal nicht unser Feind. Die Reiche stehen auf dem Spiel und du bildest diese infame Allianz? Genug mit diesem Wahnsinn. Wenn ihr beide sterben wollt, dann bitte. Mein Bruder ist mein Problem. Ich sage, wenn ich Hilfe brauche. Shinnoks Amulett entflammt deinen Zorn und trübt dein Urteil. Vertraue mir. Fight! Ich werde nicht scheitern. Hör mir zu, Bruder. Uns bleibt kaum noch Zeit. Ich bin ein Narr. Ich habe mich selbst zum Sklaven des Zorns gemacht. Ich lasse nicht zu, dass meine Wut unserem Ziel im Wege steht. Ihr scherzt doch, Lord Fujin. Im Gegenteil, Liu Kang. Raidens Kraft macht dich zum Feuergott. Klar tut sie das. Leider kann ich meine Kräfte noch nicht auf Liu Kang übertragen. Erst muss ich seinen Wiedergänger von Quan Chis Fluch befreien. Wir werden den Wiedergängern bald entgegentreten. Was kannst du uns sonst noch über den letzten Kampf sagen? Wir brauchen jeden Vorteil. Ich...
Fujin, Shang Tsung. Wie es scheint, genießt ihr eure Reisen wohl sehr. Du wurdest bereits schon einmal besiegt, Chroniker. Natürlich, Fujin. Wie sonst konntest du der Lehre entfliehen? Wenn du es weißt, akzeptiere das Unvermeidliche. Ergib dich. Aber meine Niederlage war nicht dein Sieg, Raiden. Hätte dein zukünftiger Retter die Kontrolle über mein Stundenglas, wären wir nicht hier. Diese Zeitlinie würde nicht mehr existieren. Es kann wohl nicht schaden, deine Vermutung zu prüfen. Selbst wenn du mich besiegst, was dann? Wer beansprucht das Stundenglas? Dir ist doch klar, dass Shang Tsung eure Allianz verraten wird. Wir sind vorbereitet, Chroniker. Seid ihr? Fragt ihr euch denn gar nicht, weshalb Shang Tsung so viel über die Krone weiß? Weil er deinem Befehl folgte und dafür Seelen gesammelt hat. Shang Tsung ist viel zu bescheiden. Er hat die Krone entworfen. Niemand außer mir weiß mehr über ihre Macht. Hätte ich es dir gesagt, säßen wir immer noch am Anfang der Zeit fest und würden miteinander streiten. Du entscheidest, Raiden. Wer soll für immer für die Zeit verantwortlich sein? Ich oder Shang Tsung? Weder noch, Chroniker. Du wirst besiegt. Und wenn Shang Tsung uns verrät, erledigen wir ihn. Du bist ein Narr, Raiden. Schicke die Reiche nicht in die Vergessenheit. Fujin, die Krone. Dich nie mit einem Titan an. Jetzt verende ich deine Existenz. Du bist verwundbar, Chroniker. Dir gut. Ja, aber die Krone. Wahrlich, meine beste Arbeit. Ich erkläre dir ihre Funktion. Was ist passiert? Chroniker kam her, um die Krone zu holen. Wir haben sie verjagt. Schlagen wir zu, solange sie schwach ist. Treffen wir uns mit den Armeen an der Blutsee. Zusammen stürmen wir Chronikers Insel und übernehmen das Stundenglas. Wir treffen uns auf Chronikers Insel. Diese Narren glauben sich dem Sieg nahe. Ihre Überheblichkeit wird ihr Verhängnis. Wie traurig. Meine Tochter gibt ihrer Sentimentalität nach. Kommen dir Bedenken, Sindel? Wohl kaum. Kitana umwirbt einen Bauern und gehorcht dem Donnergott.
sie könnte keine größere Enttäuschung sein. Wer hätte das gedacht? Die Insel. Komm rechtzeitig. Ein ewiges Reich erwartet dich. Herein. Kitana Khan. Ach, sei nicht so formell, Mutter. Du bist Khan, Kitana. Fordere die Achtung deiner Untertanen. Auch meine. Oh, ich werde dich stets gern begrüßen. Und ich dich stets gern besuchen. Unser Bataillon bricht zur Blutsee auf. Königin Shiva und die Shokan folgen als Nachhut. Darf ich um etwas bitten? Mutter, du musst nicht. Sprich dich aus. Shiva, Königin Shiva, riskierte alles, um mich zu wecken. Die Ehre gebietet, dass ich mit ihr in den Kampf ziehe. Ja, das stimmt. Und die Geste der Loyalität wird die Moral der Shokan heben. Danke, Kitana Khan. Nicht, wann es genug ist. Erledigen wir ihn. Frau, du bist's. Still, mein Gatte. Ich bin hier. Die Seelenkammer wird deine Wunden heilen. Dann bestrafen wir Kitana und nehmen uns den Thron. Imperatorin? Habe ich mich verhört? Du würdest deine eigene Tochter verraten? Sie kommt nach ihrem Vater, Shiva. Jared war ein schwacher König und Kitana ist ein schwacher Khan. Schwach? Sie besiegte Shao Kahn. Aber sie konnte ihn nicht töten. Das ist ihre Lektion. Vernichte deinen Feind, sonst steht er wieder auf. Das war mal so, aber jetzt gibt es bessere Wege anzuführen. Fight. Älteste zittern vor mir, Shiva. Welche Hoffnung hast du? Ah!
Kitana ermordete eure Shokan-Brüder. Shiva trotzte ihr und erlitt diese Strafe. Schwört eure Treue und dann werde ich sie rächen. Nehmen und zweiteilen für all die Zeit, die er uns genommen hat. Bald haben wir das Stundenglas. Die Ewigkeit wird unser Reich sein. Wir werden alle Zeit der Welt haben. Shao Kahn, Sindel, kommt mit mir. Kronika sucht nach euch. Kronika? Wo war sie, als Kitana meinen Thron gestohlen hat? Sie soll an ihren leeren Versprechen ersticken. Sieh zu, Frau, wie ich dieses Konstrukt zerlege. Nichts wäre mir lieber als das. Errege nicht Kronikas Zorn, Shao Kahn. Angst vor dem goldenen Relikt? Ha! Ich töte dich und schick dich ihr in Stückchen. Folgt. Alte.
jetzt bedroht uns Shao Kahn. Vielleicht sollten wir die Flotte senden. Nein. Shao Kahn und Sindel haben uns ungewollt einen Vorteil verschafft. Ihre Armee wird gegen die von Raiden um die Krone kämpfen und sie beide schwächen. Was übrig bleibt, zerschmettern wir mit Leichtigkeit. Die Krone wird wieder mir gehören. Und damit beginnt die neue Ära. Commander Cage meldet sich zum Dienst, Sir. Ich meine, Ma'am. Wow, nein, die ist dead. Du hast schon eine Schusswunde zu viel. Bin wieder heil, Cassie. Raiden hat mich mit seinen Donnerhänden massiert. Wo wir dabei sind, wo ist denn Mama Bär? Da drüben und wartet auf Shiva, aber wir laufen in 5 Minuten aus. Wo sind sie? Schlecht oder ist das sexistisch? Klappe und versuch nicht zu sterben. Genug geschwätzt, Narren. Ihr werdet gefälligst dem Reich dienen. Zwing uns, du autoritäres Arschloch. Schnapp dir den Witzbold. Ich werde das vorlaute Gör erziehen. Ich erziehen? Du weißt, dass ich Shinnok geröstet habe. Ha! Shinnok hat intrigiert, weil er im Kampf wertlos war. Dein Sieg über ihn ist der Beweis. Fight! Verstehst du, was wahre Macht bedeutet? Ah!
Der alte Mann ist untröstlich. Wozu um Schwächlinge weinen? Diese Frauen sind mutiger und stärker als 50 von euch zusammen. Okay, Idioten. Keine Witze, keine Spielchen, nur Combat. Ihr wollt Ärger? Ihr kriegt Ärger! Darf ich es beenden? Auf jeden Fall. Jeden meiner Kämpfe bestritt ich nur für mich. Aber dieser ist für meine Familie. Du armer, jämmerlicher Mann. Fight. Du hast Glück, Johnny Cage. In meiner Obhut zeugen du und Sonja viele feine Sklaven. Wollen wir? Versenkt die Fracht! Wir müssen schnell Karens Flotte überholen! Raiden und Fujin gingen voraus, um die Insel zu stürmen. Aber wir verloren den Kontakt zur Nachhut. Zu Commander Cage und den Spezialeinheiten. Königin Shiva und den Shokan. Und zu Mutter. Ich spreche nur aus, was wir alle denken. Sie hat uns nicht verraten. Ziehen wir keine schnellen Schlüsse. Da! Sind das die Spezialeinheiten? Nein. Verflucht seist du, Mutter! Tötet euch einfach. Versteckt sich bestimmt.
Niemand versteckt sich, Shao Kahn. Nicht nach deiner kleinen Niederlage im Kolosseum. Das gehört mir, Sindel. Hol's dir. Ich hoffe, du hast mehr als das für den Erben des großen Kung Lao. Ich finde Kitana. Schade, dass die Zeitschmelze das Turnier unterbrach. Ich wollte dir gerade das Genick brechen. Warum hattest du Angst, mir in die Augen zu sehen? Ich fürchte nichts, Mönch. Fight! Schämst deine Linie. Kung Lao. Dein Genick zu brechen wäre ein zu leichtes Ende. Sag mal, lehrten deine Meister dich das Schwert? Komm, Kitana wartet. Welchem Zauber hat Shao Kahn dich diesmal belegt? Naives Mädchen, deine Mutter ist nicht verhext. Das war sie nie. Sie hatte einen Mann, ein Königreich, und du hast beides genommen. Oh, Kitana, mein erster Ehemann, dein Vater, war ein Narr. Jared glaubte, dass wir nicht besser wären als das Volk. Er verzichtete auf die Privilegien unseres Throns. Er gab unsere Macht auf, unsere göttlichen Rechte. Edenia wurde schwach und verwundbar. Dann kam Shao Kahn, nutzte seine Macht, nahm, was ihm zustand. Ein Mann, der sich seiner Privilegien nicht schämte und schwor, meine zu schützen. Ich hatte meine wahre Liebe gefunden.
Um unseren Bund zu segnen, tötete ich Jared für ihn. Du liebst Shao Kahn mehr als deine eigene Tochter? Lass die Frauen in Ruhe, Auserwählter. Du schuldest mir den Combat. Es ist mein Schicksal, dich zu besiegen, Shao Kahn. Deines ist es, vor mir zu kriechen, Junge. Nach Kronikas Tod wird es das Schicksal aller sein. Selbst für dich ist das Wahnsinn. Folgt. Sie hat die Außenwelt verraten. Sie hat mit Raiden konspiriert, um euch zu täuschen. Er will Kronikas Macht. Warum? Um das Reich zu zerstören. Alle, die Kitana gefolgt sind, sind Teil ihres Verrats. Euer Urteil lautet Tod. Aber wir werden jetzt Milde gewähren und Reichtum in der neuen Ära. Allen, die Kitana entsagen und unter unserem Kommando kämpfen. Ran an die Ruder. Wir müssen einen Kampf gewinnen. Für die neue Ära. Kitana werden wir in Ketten legen. Sie soll die Qual der Niederlage spüren. Und was wird aus ihm? Unserer Armee nicht bewusst. Wir entfesseln die Hölle.
schnell fangen. Jetzt, Fujin. Den Angriff. Geh, ich decke ihn. Haben uns immer wieder gegeneinander aufgehetzt. Das muss jetzt enden, Liu Kang. Dann wirst du mich töten müssen. Ich würde dich lieber retten. Bei den Götterältesten. Er hat meine Beine zerschmettert. Shao Kahn. Das ist die Sindel, die ich kenne. Keine Zeit für Pausen. Halt dich fest. Fujin, die Krone. Ich setze gegen Sindel und Shao Kahn ein. Ich mach das. Spar deine Kräfte für Liu Kang. Nein, Bruder. Wir teilen uns die Last der Krone. Danke. Deine Lügen sind aufgedeckt, Zauberer. Shang Tsung? Du solltest wachsamer sein, Fujin. Werdet jetzt Zeugen, wie die Macht, das Schicksal zu ändern, mein wird. Ja.
immer schon dein Endspiel gewesen, oder? Seit du in der Leere gefangen warst. Kronika war so klug, mich zu verbannen. Mit dieser Krone bin ich ihr ebenbürtig. Deine Bosheit wird nicht siegen. Der Geist wählt einen anderen. Ich mag sterben, aber der Mantel lebt weiter. Fight! Der Mantel stirbt mit dir. Seine Seele wirst du niemals bekommen. Seine Seele und deine sind mein. Du denkst, wir sind nicht vorbereitet? Dein Verrat wurde erwartet, Zauberer. Du bist unfähig, dich für den rechten Weg zu entscheiden. Mein Weg endet so, dass eure Seelen mir dienen werden. Diese Zukunft ist nicht mehr aufzuhalten. Fight! Fight! Ah!
Jetzt wähle ich euer Schicksal. Mit Vergnügen. Nein. Lasst sie leben. Wir können ihre Kräfte ewig abschöpfen. Umso besser. Was jetzt, Kronika? Shang Tsung hat unsere Verteidigung durchbrochen. Wir können immer noch siegen. Wir werden Shang Tsungs Widerstand niederschlagen. Aber du wirst weitere Hilfe benötigen. Liebste Cetrion, du hast mir vorbildlich gedient. Einen Dienst jedoch musst du mir noch erweisen. Ja, Mutter. Ich verstehe. Das wartet. Hinter dieser Tür ultimative Macht. Es ist unser Privileg, sie auszuüben. Bitte, dürfte ich? Möchte gern ich. Deine Strategie war neuartig, doch letzten Endes wirst du trotzdem nicht gewinnen. Erledigt sie! Zu schlagen bist, Kronika. Wenn ich deine Macht habe, herrsche ich auf ewig. Kronika zu töten ist mein Schicksal. Deines ist es, mir zu dienen. Meine hörigen Untertanen schützen meinen Einfluss in allen Reichen. Du bist benebelt von der Krone, Shang Tsung. Im Rausch vergisst du deinen Platz. Er ist ein Hund, der seinen Meister betrügt. Kommt, strecken wir ihn nieder.
fight! Meine Zeit als dein Diener ist vorbei. Lasse dich leben als Dienerin in meiner neuen Ära. Oder ziehst du es vor, aus den Geschichtsbüchern entfernt zu werden? Den Sand der Zeit zu formen erfordert große Macht und Können. Du trägst meine Krone, aber du bist kein Titan. Fight! Das Schicksal ist mein. Du hättest mein Angebot akzeptieren sollen, Kronika. Ich hätte dir große Macht zugestanden. Wirklich, dienen ist besser als sterben. Ich diene nicht. Ich bin ein Titan. Nicht mehr, Kronika. Thank you.
Zeit und Schicksal hören auf mein Kommando. Jedes Reich beugt sich meinem Willen. Halt! Bevor du uns alle verdammst. Liu Kang. Ich dachte, deine Pflicht verlangte es, dass du zurückbleibst. Lüge solltest du schon kennen. Ich verstehe. Das Stundenglas zeigte, dass nur ich mit der Krone gegen Kronika vorgehen kann. Du ließt mich gewinnen. Und für den Sieg hast du das Leben deiner Freunde geopfert. Wie herrlich kaltblütig. Sie sind nicht tot, Shang Tsung. Sie werden wieder leben. In meiner neuen Ära. Deine neue Ära? Du unterschätzt mein Können, Auserwählter. Ich habe die Krone. Ich habe jetzt Kronikas Macht. Du bist vielleicht eine Gottheit, aber ich bin der Wächter der Zeit. Du bist kein Gegner für mich. Kronika hat das auch gesagt, Shang Tsung. Du wirst ihr Schicksal teilen. Jetzt gib mir die Krone. Das ist deine einzige Chance. Meine einzige Chance? Das ist mein Triumph. Und dein letzter Moment. Deine wertlose Existenz endet hier. Fight! Täusche dich da nicht, Shang Tsung. Du hast dieses Schicksal gewählt. Keine Zeitlinie wird mehr von dir verdreht.
Kung Lao. Wo bist du? Wer bist du? Ich bin Lord Liu Kang, Gott von Donner und Feuer. Gott von... Vergib meine Ignoranz, mein Lord. Genug, Kung Lao. Du bist bescheiden. Nicht wie der Kung Lao, den ich kannte. Den Kung Lao, den du kanntest? Eine Geschichte für andere Tage. Ich bestimme dich als meinen Champion, Kung Lao. Wir müssen arbeiten. Du brauchst Vorbereitung. Training. Training? Wofür? Wofür?